Wir gucken noch das hier. Die 10 gruseligsten, was würdest du eher fragen? Ein altes Video von mir. Let's go. Herzlich willkommen zu den 10 gruseligsten. Hallo Was würdest Christoph. du eher fragen? Dankeschön. Ich werde euch Oh, was für ein Splitscreen-Effekt. Das hat Marvin gemacht. gleich ein Szenario nennen, in dem ihr zwei Möglichkeiten habt, euch zu entscheiden. Und es geht stets darum, dass ihr euch überlegt, was ihr in der folgenden Situation eher machen würdet oder eher haben wollt. Eure jeweilige Antwort könnt ihr dann auf einer Seite im Internet, die in der Beschreibung verlinkt ist, anklicken und danach seht ihr auch, wie andere sich entschieden haben und ob ihr zur Mehrheit gehört. Aber seid gewarnt, keine der möglichen Antworten, die ich euch zeigen werde, wird angenehm oder schön werden. Es geht wohl eher stets darum, was wäre für euch weniger grausam. Also, lehnt euch zurück und viel Spaß. Würdest du eher Okay. in einer Welt leben wollen, in der menschenfressende und menschenähnliche Titanen wie im Anime Attack on Titan leben? Sprich, du diese gruselig aussehenden Riesen stetig in deiner Nähe hast und sie sind die ganze Zeit auf der Suche nach neuem Fleisch und neuen Menschen, die sie fressen können. Schon Das heißt, ungeil? wenn du nur einen Spaziergang machst oder bloß zum Einkaufen gehst, kann plötzlich ein Titan auftauchen und dich fressen. Auch wenn du in deiner Wohnung bleibst, könnte ein Titan kommen und sie einfach zerstören, nur um Ja, deine Leiche zu finden. ungeil? Oder würdest du lieber in einer Welt leben wollen, in der gerade eine schreckliche Seuche ihr Unwesen treibt, welche monatelang unbemerkt ist und dann plötzlich grausame Schmerzen verursacht und zum Tod führt? Du kannst dir Ihr nie könnt sicher sein, ob abstimmen. du diese Seuche hast oder nicht. Jedenfalls nicht so lange, bis du die Schmerzen bekommst. Ein Heilmittel gibt es nicht. Und jetzt überlege, Corona. was würdest du... Was würdet ihr eher wollen? Wir haben Corona belegt. Die Seuche hatten wir. Have been there. Ja, der Punkt ist nicht gut gealtert. Yuki! Oh, wer streckt sich denn da hinten? Hallo, meine kleine Maus. Ja, der ist kurz Yuki-Kuscheln dran angesagt. Hallo Mäuschen. Oh. Aber ist nur so müde. Kleine müde Maus. Ihr würdet lieber in einer Welt voll Titans leben, wie ich sehe. Und du, Yuki? Titans oder? Titans oder Seuche? Oh, was ist das denn gewesen? Hängel mal. Er hat heute einen schönen Tag. Hähnchen und Mama. Sie liebt Mama. Und Mama war heute hier. Sie ist immer so glücklich, wenn Mama da ist. Und dann hatte sie auch noch ein Hähnchen. Das ist jetzt so ein Bild, was ich nehmen würde für mein Dating-Profil. Nicht küssen. Okay, sorry Leute. So, aber ihr habt euch für Titans entschieden. Weiter geht's. Du eher wollen. Würdest du eher im Mittelalter leben wollen, aber für eine Hexe oder einen Zauberer gehalten werden? Sprich, dass die Bevölkerung dich jagen wird und versuchen wird, dich zu verbrennen? Oder würdest du eher in einer Zukunft leben wollen, wo Roboter die Erde regieren und alle Menschen versklaven und foltern? Was wäre dir lieber? Entscheide dich. Oh Leute, was wär euch lieber? Wärt ihr lieber in der Vergangenheit eine Hexe oder in der Zukunft versklavt von Robotern? Ich finde, diese Fragen sind bisher schon besser als die Fragen beim letzten Mal. Beides Kacke, das ist ja der Sinn. Aber die Fragen sind schon besser als die Fragen beim letzten Mal. Ist man eine echte Hexe? Nein. Du wirst nur für eine Hexe gehalten. Lieber tot als Sklave. Ich wäre gern versklavt. Kann ich dann zaubern? Nein, du bist keine echte Hexe. Was wählt ihr? Ihr wählt Hexe im Mittelalter mit sehr großem Abstand. Okay, weiter geht's. Würdest du lieber erfahren wollen, wie du sterben wirst, also auf welche Art und Weise dein Tod verlaufen wird, sprich Krankheit, Unfall oder Mord? Oder würdest du lieber erfahren wollen, wann du sterben wirst, sprich an Oh. welchem Datum und mit wie vielen Jahren? Was wäre... Was wäre euch da lieber, Leute? Theoretisch kann ich verstehen, dass man, wenn man weiß, wann man stirbt, dass das irgendwie eine Planungsfreiheit gibt. Aber die andere Sache ist, würde ich wissen wollen, wann ich sterbe? Oder ich meine, wie wäre doch interessant einfach. Du weißt, aber dann guckst du zum Beispiel, dann ist es Krebs und du weißt, ja, Kacke. Wann, wenn zum Beispiel Autounfall kommt, will ich nie wieder eins rein. Ja. Lieber wann als in Angst leben wegen dem, woran ich sterbe. Das ist eine gute Frage, Vergangenheits-Christoph. Danke, Zukunfts-Christoph. Hallo Yuki. Oh, die meisten von euch, aber nicht mit so großem Abstand, wollen lieber wissen, wann sie sterben, als wie sie sterben. Interessant, interessant. Machen wir weiter. Dir lieber.
Würdest du eher wollen, dass alles Schlimme, woran du denkst, wahr wird? Sprich, du denkst daran, dass ein Tsunami kommen wird und dies wird dann auch passieren? Okay. Oder würdest du eher wollen, dass alle deine Wünsche und Träume niemals wahr werden und du ein trauriges Leben führst, in dem du niemals Spaß haben wirst und nur unter Depressionen leidest? Was wäre dir lieber? Okay. Also lieber eine Welt, in der alle eure Träume und Wünsche nicht wahr werden oder eine Welt, in der die schlimmsten Gedanken wahr werden? 2 ist Realität. Beginne ich schon. Aua. Kann man beides nehmen? Ah, was ist falsch mit euch? 2 ist real. Also was anderes, was ist jetzt? Aua, Leute, was ist falsch mit euch? B hatte ich schon. Träume nicht wahr werden, ist zu realistisch. Ich würde auch gerade sagen, 2 habe ich schon. 1 will ich mal ausprobieren wollen. Oh, Leute! So viele Träume, um die aufzugeben. Kati, das ist die Einstellung, die ich erwarten möchte. Nicht, oh, das erste kenne ich schon. Chat ist broken. Chat ist sehr broken. So, wofür habt ihr euch mehrheitlich entschieden? Ihr habt euch dafür entschieden, dass eure Träume nicht wahr werden. Oh, Leute, ihr macht mich sad. Würdest du lieber wollen, dass es eine Kreatur gibt, dessen einziger Wunsch es ist, dich umzubringen, sie dir aber nur näher kommen kann, wenn du deine Augen schließt? Sprich, beim Blinzeln oder Schlafen kommt diese Kreatur immer näher. Und wenn sie bei dir ist, bringt sie dich um. Oder würdest du eher wollen, dass eben diese Kreatur immer dann näher kommt, wenn du nicht an sie denkst? Sprich, jede Sekunde, die du nicht an diese Kreatur denkst, kommt sie näher. Du wärst also Tag und Nacht gezwungen, stetig an sie zu denken. Okay, also das Wesen ist irgendwo auf der Welt, weiß, wo ihr seid, kommt euch näher. Wann würdet ihr wollen, dass sie es näher kommt? Immer dann, wenn ihr die Augen zumacht oder dann, wenn ihr nicht an die Kreatur denkt? Ist ja auch ein bisschen blöd eigentlich die Frage, weil während du schläfst, denkst, kannst du ja nicht steuern, dass du an die Kreatur denkst. Das heißt, wenn du das zweite wählst, dann, ne? Dann hast du ja doppelt, dass sie näher kommt. Weil immer, wenn du nicht an sie denkst und wenn du schläfst, das ist ja ein bisschen doof. Ihr würdet wählen, wenn ihr an sie denkt, kommt sie näher. Warum? Finde ich dumm, aber ist eure Entscheidung, aber finde ich dumm. Würdest du eher wollen, dass es einen Klon auf der Welt von dir gibt, der versucht, dich zu beseitigen, um deinen Platz einzunehmen? Sprich, er will dein Leben leben. Du kannst ihn auch umbringen, aber er weiß, wo du bist, aber du nicht, wo er ist. Aber du weißt, wie er aussieht, das ist schon mal ein großer Vorteil. Wenn du jemanden siehst, der exakt so aussieht wie du, bist du so, vielleicht der da? Oder würdest du eher wollen, dass alle Menschen auf der Welt, also auch deine Freunde und Familie, von einem auf den anderen Tag vergessen, wer du bist und dass es dich gibt? Ah, warte, Christoph! Okay, was ist dir lieber? Es gibt jemanden, der den bösen Klon, der dich umbringen will? Oder deine Familie vergisst, wer du bist? Diese zwei Dinge gehören absolut nicht zusammen, aber okay. Kann ich gerne haben, mein Leben ist echt nicht toll. Ein Klon kommt und ist so, ich werde dich umbringen und dir dein Leben klauen. Darfst du haben? Kannst du nehmen, bitte. Hier, ich gebe dir 50 Euro dafür. Mehr Geld habe ich nicht. Nimm, ist echt nicht so toll. Wenn ich meinem Klon das Leben nehme, komme ich ins Gefängnis. Weiß ich nicht. So weit habe ich nicht gedacht. Die Vorstellung einfach, nimm. Hä? Ja, komm. Gib mir dein Leben. Ihr würdet eher wollen, dass ein böser Klon versucht, euch umzubringen. Ich find's gut. Dafür, dass er mich tötet, bekommt er mein Leben. Er verliert mehr. Aua! Oh! Er verliert mehr. Das ist gerade für dich eine Lose-Lose-Situation. Würdest du eher in einer Welt leben wollen, in der man nur Menschenfleisch essen darf und Menschen gezüchtet und gemordet werden, nur um genug Fleisch zu produzieren? Oder würdest du eher in einer Welt leben wollen, in der Aliens auf die Welt kommen, um Menschen zu jagen? Einfach nur, weil es ihnen Spaß macht. Was wäre dir hier Okay, weird. Haben wir auch nichts miteinander zu tun. Okay, was eher? In einer Welt, wo jeder sich nur von Menschenfleisch ernährt? Oder in einer Welt, wo Aliens Menschen jagen? Fressen oder gefressen werden, das stimmt. Bei einem sterbe ich, beim anderen nicht. Ich habe ja nicht gesagt, wir werden gezüchtet. Vielleicht werdet ihr doch umgebracht für Menschenfleisch. Who knows? Okay, wofür entscheidet ihr euch da? Ihr wollt eher das Menschenfleisch essen, aber auch nicht zu so großen Prozenten. Würdest du eher niemals Kinder bekommen? Sprich, du darfst keine Kinder adoptieren und auch keine bekommen, also musst du dein ganzes Leben kinderlos verbringen? Oder würdest du eher einen anderen Menschen umbringen, um ein Kind zu bekommen? Denn nur wenn du jemand anderen vorher ermordest, kannst du ein Kind bekommen. Was wäre dir lieber?
Halt! Das ist wild. Eins, definitiv! Leute, das ist eine ganz easy Frage für alle, die halt kein Kind wollen, aber für alle anderen. Würdet ihr einen so großen Kinderwunsch haben, dass ihr sogar jemanden töten würdet, nur um ein Kind kriegen zu dürfen? Mensch umbringen oder nicht? Das ist die Frage. Okay, was würdet ihr machen? Keine Kinder haben. Aber 18 haben, 19 haben gesagt, sie würden jemanden umbringen. Okay, interessant. Würdest du eher wollen, dass es eine Purge-Nacht gibt, also eine Nacht, in der alle Verbrechen erlaubt sind, um Menschen einbrechen, vergewaltigen und morden, ohne Konsequenzen dafür zu erleben? Oder würdest du eher eine Nacht wollen, in der die Toten auferstehen, um Menschenfleisch zu finden? Das heißt, die Toten stehen auf und suchen nach Menschen, die sie fressen können. Was wäre dir lieber? Beides geil. Würde mich halt einfach einsperren, hä? Sind die Toten dumm? Zombies kann man eher aussperren. Hä, locker zwei. Zwei auf jeden Fall. Waffenregeln. Eine Nacht im Jahr oder wie? Ja, ich glaube eine Nacht im Jahr. Ich hätte so viele Ideen wie bei einer Purge. Ihr sollt nicht anfangen zu purgen. Ich mag die Leute, die auf die Idee kommen, oh, ich verbarrikadiere mich einfach nur bei beidem. Ich habe Angst vor denen, die sagen, oh, eine Purge-Nacht wäre geil. Was entscheidet ihr? Zu großer Mehrheit Walking Dead. Entscheide dich. Kommen wir nun zur letzten und wie ich finde interessantesten Frage. Okay, bin gespannt, Christoph. Würdest du eher in einer Welt leben wollen, in der es keine Gesetze und auch keine Regierung gibt? Okay, Anarchie. Jeder kann machen, was er möchte. Es herrscht Anarchie und Chaos und nichts läuft in gelaufenen Bahnen. Es gibt keine Jobs, keine Läden. Alles ist ein einziges Chaos. Oder würdest du lieber, wie der Rest der Welt, unter einer Regierung leben wollen, die von Adolf Hitler geführt wird und man tun muss, was er sagt? Wild, Christoph, wild. Wild. Kritisch, Chrissy. Wild. Was wäre dir jetzt hier lieber? Chaos und Verzweiflung oder eine Regierung, die geführt wird von Adolf Hitler? Wild. Ich distanziere mich von allem in diesem Video. Das ist eine ganz schwierige Frage. Dafür müssen wir auf Twitter gekannt sein. Ich distanziere mich davon. Chrissy damals hatte seltsame Fragen, die er sich gestellt hat. Aber auch Chrissy damals hätte schon Anarchie gewählt. Bis dahin, dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, tschüss. Ich mag es, dass es immer noch so ist, meine Verabschiedung. Was hättest du denn gemacht? Ich würde Anarchie wählen. Ich will nicht in einer Welt leben, wo ich das machen müsste, was Hitler gemacht hat. Ist von 33 bis 45 passiert, war scheiße. So, und jetzt gucke ich nach, was die Leute so abgestimmt haben. So, warte, lass mich mal kurz nachgucken. Dann gehen wir durch, was so die Leute damals alles abgestimmt haben. So, wir gehen jetzt noch einmal kurz durch. Was würdest du eher in einer Welt leben, in der es Titanen gibt oder in der es in einer solche, in der es Titanen gibt? Ich habe das Gefühl, dagegen könnte man am ehesten was unternehmen, weißt du, so Regierung. Würdest du eher im Mittelalter leben für eine Hexe gehalten werden oder in Zukunft leben von Robotern versklavt werden? Ich glaube, versklavt werden. Würdest du lieber erfahren wollen, wie du stirbst oder wann du stirbst? Ich glaube, wann. Würdest du eher wollen, dass alles Schlimme, woran du denkst, wahr wird oder dass deine Träume und Wünsche nie in Erfüllung gehen? Würdest du lieber wollen, dass es eine Kreatur gibt, die näher kommt, wenn du die Augen schließt oder die näher kommt, wenn du nicht an sie denkst, die Augen schließt? Würdest du eher wollen, dass es einen Klon von dir gibt, der dich töten will, dass jeder vergisst, wer du bist? Der Klon. Ich würde immer die Augen aufhalten. Den Wichser würde ich kriegen, bevor er mich kriegt. Würdest du eher in einer Welt leben wollen, der es nur Menschenfleisch zu essen gibt? Ja. Würdest du eher niemals Kinder bekommen oder jemanden töten? Dann lieber keine Kinder. Würdest du eher wollen, dass es eine Purge-Nacht gibt? Lieber Zombies. Würdest du eher in einer Welt keine Gesetze, sondern nur Chaos? So, was sind die Ergebnisse? 63% haben gesagt, Titanen lieber. 63% haben auch gesagt, Hexe. Mittelalter. Dann 57% wollen wissen, wie man stirbt, lieber als wann man stirbt. 51%! Boah, das war eine gute Frage. Das war eine saustarke Frage. Dass die Träume nie in Erfüllung gehen, lieber als dass alles Schlimme, woran man denkt, wahr wird. Das war eine stronge Frage. Eine Kreatur, die näher kommt, wenn du nicht an sie denkst, oder die näher kommt, wenn du die Augen schließt? Da wollen die Leute eher, wenn man nicht an sie denkt. Dann, dass es einen Klon von dir gibt, der dich töten will, dass jeder vergisst. Immer wenn es unter, wenn es so knapp, wenn noch eine 5 davor steht, dann waren es gute Fragen. Waren gute Fragen. 51 zu, boah, das war eine Hammerfolge, Leute. Lieber wollen die nur Menschfleisch essen und 49% sagen, lieber gejagt werden. Und ihr müsst euch vorstellen, dieses Video hat 15.600 Responses. Das ist krass. Würdest du eher niemals Kinder da, wollen sie lieber niemals Kinder bekommen? Aber 25% würden töten für ein Kind.
Und lieber Zombies als Purge, aber 53%. Strong Folge. Strong. Okay, und ich distanziere mich von der Meinung von über 7000 Leuten, von knapp 8000 Leuten damals. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber ganz kurz, von den prozentualen Verteilungen, war das eine stronge Folge, oder? Das ist ein Ausreißer. Und die sind aber auch dicht. Also es gibt nur einen krassen Ausreißer. Damn, das war eine stronge Folge, was so die Prozentzahl angeht. Ich sollte echt das nochmal wieder machen. War schon cool.